liebe Kinder und ihre Ehrlichkeit. Ich erzähle immer gerne die Geschichte von meinem Vater, der hat nur ein Bein. Das geht immer ein bisschen die Stimmung. Ist alles gut, ist sein Problem. Aber das Ding ist, er hat wirklich nur ein Bein, kein Scheiß. Und das einzig Lustige daran ist, wie so kleine Kinder auf ihn reagieren. Weil, wie gesagt, Kinder sind so richtig ehrliche, direkte Menschen. Wenn ein Kind meinen Vater sieht, kein Scheiß, dann sagt es wirklich immer so Sachen wie: Entschuldigung, du hast nur ein Bein. Und mein Vater immer so: Ah, cool, danke, dass du es sagst. Das erklärt einiges. Jetzt weiß ich, wieso ich immer im Kreis laufe. Ach Mensch. Spätestens da hätte jeder Erwachsene gemerkt, der Mann hat gerade gar keinen Bock, über seine Einbeinigkeit zu reden. Ich verpiss mich lieber. Aber Kinder nicht. Kinder sind immun gegen Ironie. Ja, Kinder fragen dann weiter so Sachen wie: Und warum hast du nur ein Bein? Da ist mein Vater mal geil. Er sagt in solchen Situationen immer: Naja, ich habe mich als Kind mit einem Einbeinigen unterhalten und mich angesteckt.